So, damit Hallihallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin Sammy, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren Gameplay-Video hier auf dem Kanal. Ja, nachdem wir uns ja Visage angeguckt hatten oder Madison, The Murderary Assistant. Ja, ebenfalls ein Horrorspiel. Also, die Trailer sahen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Ich bin mal gespannt, ich habe noch nicht reingespielt. Auf jeden Fall haben wir hier soweit aber alles eingestellt. Deutsch und sonst haben wir hier hohe Grafik-Settings. Wir spielen das Ganze 1280x720. Ziel-FPS sind 60 FPS. Ja, soweit alles schön und gut. Das bedeutet, wir können sofort loslegen. Und damit wir keine Zeit verlieren wollen, legen wir auch los. Ich bin gespannt. I'm so glad it's almost over. Congratulations, sweetie. Thank you. I'll never understand why you chose such a macabre field. There's nothing disturbing about it. It's just that I'm proud of you. I really am. You've come so far. So, you haven't told me what's next. Will you get a job where you are, or...? They actually have everyone they need. But my old teacher, Mr. Delver, transferred me to his office to finalize my internship there. Oh, well, that's good. I remember you mentioning him. Where's he located? Are you moving away from me? No. No, I'm not moving. He's actually located around here. River Fields. Oh, Rebecca. I don't like that. Grandma... Even I've heard things about that place. Just be worried people about you. People make up stories. Death is a scary thing to a lot of people. And we try to explain things we don't understand, and we want comfort when we lose someone we love. I mean, no one's embalming any ghost bodies or whatever. It's fine. Right, right. I'm sorry. But I wanted to give you this anyway. So, here. I don't know if I want that. Just take it, please. It should be yours anyway. Thanks. All right, enough spooky stuff. I'm so proud of you. When is all this happening? When do you start? I've actually been there for a few weeks now. My review is tomorrow. Ja, sieht da schon mal ganz gut aus. Aber ich glaube tatsächlich, hier fehlt immer so ein bisschen irgendwelche Eingabesegmente. Das hat gerade ein bisschen lange gedauert, bis ich das angeguckt habe, bis da irgendwie das Video weiterging. Mal gucken. Alright, here we go. Warte mal, das müssen wir leider ein bisschen ändern. Steuerung. Können wir das hier, Kamera intensiv, ja. Die müssen wir leider mal ein bisschen höher machen. Wir probieren es mal mit 1, also 0,1. So. Ja, besser. War nämlich ein bisschen zu langsam. Das könnte aber schon wieder fast zu hoch sein. Okay, können wir nicht weiter reinlaufen? Spiegel, okay. Ja, wir laufen hier bei, naja, schwankt ein bisschen so die FPS-Zahl. Jetzt ist es natürlich wieder ein bisschen zu hoch. Ja, deswegen, ich habe zwar runtergeladen, aber noch nicht wirklich reingespielt. Oh. Machen wir mal 08. Ja, besser. Leer
Lies of Fear möchte ich auch gerne mal spielen wollen. Also den ersten, den habe ich schon. Warum können wir das drehen? Gut. So, was haben wir denn hier? Rebecca, ich habe vergessen, dir das zu geben. Bitte nimm einen Stift vom Tisch und unterschreibe das. Danke, Zoe. Ja, haben wir den Stift. Schnell Inventar, okay. Müssen wir selber machen, ja? Okay. So. Haben wir. So, mal gucken, ob wir in die Tür rein können. Ja, schön. Rebecca, great. Perfect timing. I just finished with Mr. Dalton here. Please wheel him back to cold storage and bring us Mrs. Page. So, bewegen der Toten. Verwende die Fahrtasche, indem du dich hinter sie stellst und in der Aktionstaste für die Fahrtasche drückst. Gehe anschließend mit dem Fahrtasche rückwärts den Flur hinunter. Ne, hier. Wieso denn rückwärts? Kühlung. Um die Leiche in die oder aus der Kühlung zu bringen, öffne das Fach mit Rahmen der Person und zieh das Gestell heraus. So. Okay, das ist ja mal ein bisschen... Wer wollte das schon nicht immer mal irgendwie spielen? So, was soll ich jetzt machen? Weiter ranschieben? Fahrtage verwenden. Okay, haben wir. Wir können nichts machen. Andersrum geht ja nicht, weil... Okay, ich verstehe nichts. Fahrtage verbinden. Aber wieso denn? Steht doch jetzt hier, oder? Ah, okay, hat sich richtig eingerastet. So. Muss sein. So, das ist ein Horrorspiel, ja? Also, Leichenhalle ist sowieso ja, ne? Also. Das ist eklig. Alright, I'm just finishing up something here. So, why don't you grab the clipboard and start recording identifying marks? I'll get out of your way when you're done and let you hop in here. So, ein Klemmbrett. Okay. So. Page. Was? 87? Kopf? Besuche eine Leiche. Okay. Ach, so geht das, ja. Muss ich denn hier irgendwas finden? Irgendwas Bestimmtes. These old windows never stay latched. Warte mal. Wir müssen jetzt echt hier... Warte mal, hatten wir, ne? Oh, der hat aber hier fiese Kratzer im Gesicht. Okay, aber nichts. War auch nichts. Oder? Warte mal.
Können die wieder drehen? Okay, nee. Nee, nee, nee. So, was sagt der Kopf? Bist du gruselig, Alter. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. So. Sollen wir aufzeichnen, nach dicken. You'll die here. What was that? I didn't say anything. You all right? Yeah, I'm fine. Sorry. Hat gerade jeder gesagt, you'll die here. So, was? Submit? Ach so. Ah, wir brauchen den Controller. Hier Maus. Okay, das ist natürlich ein bisschen anstrengend. So. Ach, es klappt gar nicht. Einfach hier übermitteln. Eintrag 2. Okay, ja. Ach so, warte mal. Ah. 87. Kopf, leichte. So, rechte Schulter ist das. Okay, rechte Schulter. Dann haben wir hier Mutter mal. Und linkes Bein. Nee. Linkes Bein haben wir den Ausschlag. Sehr schön. So, und hier reinstecken, Klemmbrett. Oder? Ach, warte mal, ich hätte das wahrscheinlich aus dem Drucker mitnehmen müssen, wa? Voll Horst. Time to embalm. All right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. I'll be monitoring. Everything's on your list there if you need it. Was für eine Liste? Ach so, Kiefer mit Nadelinjektion und Fisch. Ey, ich muss das jetzt wirklich alles machen? Das ist ja schon alleine Horror pur. So, also was war das? Hier. Das hier? Drucker. Dient der Injektion von Körperhöhlenflüssigkeiten in Organen. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Nadelinjektor, das brauchen wir, genau. Direkt. I can't use that here. Okay. Warum nicht? I'm missing something. Zieh den Mechanismus nach oben und drücke die Injektortaste und den Haken in den Schädel. Was? I can't use that here. I can't use that here. I'm missing something. Was fehlt dir denn? Rede mit mir, Frau. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Feuchtigkeitspad? Nimm einfach mal alles mit jetzt hier. PVC? I can't hold anything else. Okay. Augenklappe. Was bist du? Infusionsbeutel. I can't hold anything else. Okay. Das kommt ja erst später. Okay. Was soll ich jetzt machen?
denn ernst? Okay, also dieses Spiel ist nicht für schwache Nerven. Ja, also ich glaube, so ganz 100%, also es ist spielbar, ja, aber ihr müsst halt viel mit der Maus halt noch. There we go. Das macht es halt ein bisschen schwierig. Okay. Augenklappe. Also, auf was für Ideen manche Entwickler kommen, das ist schon. Muss ich das wieder hochmachen? Alright. Okay. So. Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Also ich glaube, das geht halt wahrscheinlich mit Maustastatur ein bisschen schneller. Can't hold anything else. Okay, jetzt war wahrscheinlich zu voll. Can't hold anything else. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich kann nicht mehr halten. Schnell Inventar. Wir haben noch gar nicht so viel. I can't use that here. I can't use that here. I can't hold anything else. I can't hold anything else. Muss ich das mit dem Schlauch jetzt irgendwie hier? I can't hold anything else. Nimmt sie nicht. Terienklemme. Ne, ich kann's nicht aufnehmen. Ja, wir sollen alles da reinpacken. Ich verstehe halt noch nicht, warum sagt sie denn jetzt ständig, sie kann es nicht halten. Großer Gegenstand. I can't hold anything else. Ja, du sollst es ja nicht halten. Kann ich mich ducken? Nee, krieg ich bloß das Klemmere zu fassen. Nö, weiß jetzt nicht, warum die das jetzt nicht nehmen kann. Naja. Wir sind natürlich ja bei fast 20 Minuten. Also laut Trailer geht das ganz schön ab, dieses Spiel. Klar, ne, du arbeitest mit Toten und alles sowas. Ich weiß jetzt nicht, warum ich da jetzt hier so gerade Probleme habe, dass ich jetzt die Sachen jetzt hier nicht aufnehmen kann. I can't hold anything else. Kann ich machen, was ich will? I can't hold anything else. I can't hold anything else. Sie nimmt gar nichts mehr auf, aber wir haben auch gar nicht so viel. Also ich weiß jetzt nicht, was jetzt ihr großes Problem jetzt. Ach so, warte mal. I can't use that here. Kann ich das hier irgendwo wieder ablegen? Das Feuchtigkeitsbett? I can't use that. I can't use that here. I can't use that here. Wieso kann ich das nicht ablegen? Das ist nämlich die linke Hand, rechte Hand. Deswegen sagt sie jetzt ständig, sie kann nicht. Verwendung, Option, warte mal. Schauen wir mal ganz. Das wurmt mich jetzt. Rennen, schnell Inventar, lesen, interagieren, Klemmbrett,
Nö. Nehmen. Nee. Wie geht das nicht? Ist ja komisch. Navigieren, D-Pad down. Ja. Lesen. Verstauen. Aber ich krieg, wie gesagt, ich krieg dieses Feuchtigkeitspadchen nicht raus. I can't use that. I can't use that here. Das ist halt irgendwie gerade ein bisschen crazy. That's not it. Nö. That's not it. Nö. That's not it. I can't use that here. Nee, weiß ich nicht. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht war ich jetzt zu schnell gewesen, weil ich jetzt alles aufgesammelt hatte. Ich krieg das halt nicht weg. Biohazard-Tonne hier ist auch nichts. Ist auch alles zu, kann ich auch nichts machen. Schade. Aber gut, vielleicht wäre das jetzt sowieso ein bisschen eklig geworden. Wenn wir da jetzt weitergeguckt haben. Schaut euch das Spiel am besten mal an. Also es läuft. Es ist zwar ein bisschen fummelig, weil ihr halt wirklich mit der Maus halt, mit dem Controller, mit der Maus auch noch steuern müsst. Vielleicht ist dann wahrscheinlich eine andere Steuerungsmethode hier mit WASD-Tastatur und Maus. Ich glaube, wäre wahrscheinlich hier aktuell wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller. Aber wie gesagt, so ein Mix zwischen Controller und Maus ist halt sowieso immer ein bisschen schwierig. Aber ihr habt ja auch sowieso das Touchpad, von daher sollte das ja eigentlich dann auch da ohne Probleme gehen. Müsst ihr mal gucken, dass ihr das dann eventuell perfekt einstellt und macht nicht den Quatsch und macht eure Hände voll. Ja, könnt ihr hier nichts mehr machen. Okay, ja, konnte jetzt euch jetzt den Horror-Effekt nicht zeigen. Das Einzige, was wir jetzt gehört haben, war, ist, dass das Fenster hier zugegangen ist. Aber das ist schon widerlich, ja, dass wir jetzt hier irgendwelche Toten hier fertig machen müssen. Und das, wie gesagt, laut Trailer geht es da noch richtig ab. Ja, also das ist halt echt nicht mehr schön. Gibt's auf Steam und sonst irgendwo, ne, also bei MMORPG einfach mal vorbeischauen. Und auch bei Humble Bundle, ja, da habe ich mir das nämlich gekauft. Da war es im Bundle drin gewesen, in so einem Horror-Bundle. Und ja, mein Gott, für 16 Euro nimmst du es mit halt, ne? Da waren irgendwie 6 Spiele drin gewesen oder sonst irgendwas, so 6 Horrorspiele. Großartig, bin ein Fan von und von daher muss ich mir das Ganze mal jetzt auf dem PC nochmal genauer anschauen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch noch alles Gute und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal hier wieder. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis denn.